Ja, herzlich willkommen zu Teil 3.2. Denn ihr wollt ja sehen, wie die Vorbereitung vom 3D-Druck weitergeht, damit hinterher eine richtig schöne Silikonform draus wird. Und da zeige ich euch heute den zweiten Teil der Vorbereitung. Das geht dann natürlich noch weiter. Ihr wisst, immer zum Ende findet da auch die Playlist dafür. Da sind alle Teile drin gesammelt. Da könnt ihr draufklicken und ihr seht alle Teile im Überblick. Sowie natürlich auch den Abonnier-Button, den findet ihr da auch. Ihr könnt natürlich auch jetzt beim Rüberswipen, sind ja ein paar Sekunden Zeit, einen Daumen nach oben da lassen. Ihr wisst ja, wie das geht. Einfach unten auf den Daumen nach oben klicken und das Abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch die Infos bekommt. Aber jetzt geht's erstmal los, rüber an den Tisch. Dabei rede ich natürlich nicht. Ich hinterlege das hinterher mit Ton und sage auch was dazu. Im vierten Teil wird es dann noch viel spannender und im fünften Teil kommt dann endlich die Silikonform. Denn da draus und dann in Teil 6 und 7 geht es mit dem Gießling weiter, damit man auch sieht, was für ein schöner Gießling aus der Silikonform dann schlüpft. Also, bleibt dran. So, dann sind wir jetzt hier mal am Tisch. Ihr seht, ich habe hier einen Plastiklöffel, den ich brauchen werde. Ich blende das auch immer mal zwischendurch dann in Normalzeit ein, was ich brauche. Unten links seht ihr, die Uhr war eingeblendet, damit ihr auch nachvollziehen könnt, wie viel Zeit vergangen ist mit allem. Ich habe da was angerührt, was ich da nutze, das verrate ich euch im nächsten Teil, denn ein bisschen Spannung muss ja vorhanden bleiben. Und jetzt momentan seht ihr das Ganze schon. Auch in schneller Geschwindigkeit. Ich habe da sechsfache Geschwindigkeit gemacht, sonst würde das Video viel zu lange dauern, weil wir insgesamt habe ich über eine Stunde Aufnahmezeit gehabt für diese Arbeit und das zeige ich euch hier in einer knappen Viertelstunde war ungefähr, weil da muss ja Fülle beachtet werden. Aufpassen, damit überall was hinkommt. Ich muss bei der Kamera mal noch gucken, damit das automatische Scharfstellen dort ausgeschalten wird, weil das schwankt doch immer ein bisschen, sehe ich so. Und das muss ich mal noch verbessern, damit ihr das auch noch deutlicher sehen könnt, alle. Wenn ihr natürlich mehr sehen wollt, wie ihr sagt, für bei dem, was ich für die Rosenlampe mache, ah, jetzt zeige ich hier gerade, jetzt ist eine Pause, weil ich habe auch Wartezeit zwischendurch noch drinne, bevor ich weitermachen kann. Jetzt erstmal ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde, die ich jetzt warte und eine Auszeit mache. Ja, aber beim Drübergießen. Und so immer schön drauf achten, damit überall was hinkommt und das auch überall an der Kante vernünftig runterlaufen kann, damit auch da überall was hinkommt. Ich habe so einen großen Müllsack da drunter und den Plastilöffel nutze ich dann immer wieder zum Hochschaufeln von dem, was auf dem Müllsack ist. Ihr konntet ja auch erkennen, ich habe auch Handschuhe an. Das ist ja dabei auch relativ wichtig. Aber was ich nutze, verrate ich im nächsten Teil. Ich blende mal ein, was man noch dafür nutzen kann. Da guckt mal jetzt denn hin, das blende ich gleich mal ein. So, da habt ihr jetzt einen Bootslack gesehen. Dieser Bootslack kann ja auch verdünnt werden. Das ist für Feinet sehr, sehr gut, wenn viele Feinheiten im 3D-Druck sind. Dann sollte man nämlich nicht zu dick auftragen. Aber auch beim Bootslack würde ich sagen, machtet am besten in zwei Durchgänge, damit eine zweite Schicht mit drauf kommt.
Oder ihr müsst, wie im vorhergehenden Videocode zwar eingeblendet wurde, Spachtelmasse für Kunststoff verwenden, um die leer zuzuspachteln. Ansonsten würde man das zu doll sehen. So, jetzt geht es da auch schon weiter. Dann habe ich hier so eine Einweg-Plastikspritze, kann man in der Apotheke und auch im Onlinehandel erwerben, und eine Pipette. Das ist das, was ich jetzt noch zusätzlich brauchen werde. Bei größeren Dingen nehme ich gerne so eine Plastik-Einwegspritze und ansonsten bei Feinheiten lieber eine Pipette. Hier ist es die weit größere Pipette, die gibt es ja auch in größer und kleiner und kann man auch mehrfach verwenden, wenn man das hinterher ein bisschen sauber machen tut, also ausdrücken tut und so. Den Plastiklöffel, auch den verwende ich sehr, sehr, sehr oft. Ich nutze da nicht immer einen neuen, weil man kann nicht lange genug verwenden. Die Pipette, das klappt auch immer zwei, dreimal, was man die verwenden kann. Man muss hinterher nur rausdrücken, was noch drin ist, und das dann so hinlegen, damit die Spitze höher ist wie das Ende, und dann läuft der Rest hinten drin, und wenn das dann sich verfestigt, dann kommt das auch nicht mehr nach vorne und verstopft die Spitze auch nicht. Jetzt schaufel ich immer wieder von unten mit dem Löffel was hoch, ergebe das oben drüber weg, damit auch überall eine vernünftige Schicht drauf kommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr könnt ja mal raten und kommentieren, was ich verwendet habe, weil, wie ihr denn auch anhand der Uhr seht, ist bis zum letzten Durchgang, den ich hier dann machen werde, fast eine ganze Stunde vergangen. Und da könnt ihr dann mal probieren rauszufinden, was ich da denn für verwendet habe. Das könnt ihr unten in die Kommentare unterm Video schreiben. Mal gucken, wer da am allerdichtesten dran ist. Und kontrollieren, ob ihr richtig gelegen habt oder nicht. Das könnt ihr dann im nächsten Teil. Ihr wisst ja, am Ende des Videos ist immer schön, wann zu sehen. Es war alle Folgen in der Playlist drin, und dann könnt ihr euch die jeweilige Folge, die ihr noch nicht gesehen habt, raussuchen. Ihr könnt auch alle Folgen von vorne angucken. Und auch wenn jemand Fragen hat, könnt ihr gern den Link teilen und alle. Das hilft mir immer extrem weiter. Denn ganz, ganz viele Fragen tauchen ja auch in der Facebook-Gruppe immer auf und so. Und da könnt ihr das gerne verwenden und das dann empfehlen nach dem Motto, hier guckt ihr das mal an, da wird das gezeigt und erklärt. Entschuldigt bitte den Huster, aber ich kommentiere mein Video jetzt so aus dem Stegreif. Jetzt seht ihr nämlich noch das Epoxy-Antiblasen-Korrekturspray. Das kommt jetzt nochmal oben drüber, um feine Bläschen nochmal zu zerstören. Und dann kommt nochmal eine nächste Wartezeit. Ich blende das ja da in der Uhr, weil ist das ja zu sehen, diese Wartezeit. Die muss ein bisschen sein, damit das Überschuss ja auch wieder runter laufen kann. Und dann wird natürlich auch noch ein drittes Mal was nach oben geschaufelt. Aber wenn man das so auf die Zeit sieht, ist, ihr seht ja jetzt schon, ich habe hier am 20.12. habe ich das Video schon angefangen, wann zu drehen, und bis zur endgültigen Fertigstellung dauert sowas natürlich immer. Oh, jetzt flackert die Kamera sogar. Das ist mir so gar nicht so doll aufgefallen. Gut, hier ist jetzt ein Schnelldurchlauf. Nämlich da ist die sechsfache Geschwindigkeit. Und da fällt es ja extrem auf, wie die Kamera versucht, das Bild wieder klar zu kriegen. Also das muss ich umschalten, damit die auf einen festen Fokus gehalten wird. Ich werde jetzt mal gucken, damit das nicht mehr ganz so lange dauert. Alles, also auch ist ein schnelleren Durchgang und so.
Das ist ja auch immer wichtig, aber jetzt hat es ja wieder ein bisschen angehalten. Wenn mich dabei jemand beraten kann, wie ich das natürlich noch verbessern kann, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Ihr wisst ja, als E-Mail ist es der helfende Hobbyharzer, alle zusammengeschrieben, at gmail.com, also gmail.com. Das ist meine E-Mail-Adresse. Könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ihr könnt auch als Videokommentar ist mir Informationen zukommen lassen. Darauf reagiere ich auch immer sehr schnell. Und selbst wer meine WhatsApp-Nummer kennt, kann über WhatsApp oder ein Messenger oder natürlich über einen Discord-Server mich erreichen. Denn ihr wisst ja, hab ja auch auf Discord einen Server. Ich packe euch da mal den Link, der dauerhaft ist, auch in die Videobeschreibung mit rein. Da könnt ihr auch gerne dazu kommen. Da ist es immer ganz schön, wenn er euch beim Beitritt denn vorstellen tut, damit man weiß, wer da am anderen Ende sitzt. Denn man muss da ja nicht seinen richtigen Namen angeben und so, aber innerhalb von der Gruppe möchte man ja schon wissen, mit wem man schreibt und denjenigen oder diejenige auch vernünftig anschreiben. Das ist immer ganz hilfreich. So, jetzt habe ich mit der Pipette gerade war in der Mitte bei der Vertiefung das noch rausgeholt, damit die Vertiefung vom Mittelpunkt auch bleibt, damit man hinterher nicht lange suchen muss, wenn das Uhrwerk dann zum Schluss dann reinkommt beim Gießling. Ist alles also schön markiert. Der gesamte Gießling wird dann von einer Ziffernblattstärke erstmal 1 cm unten die Vollfläche sein, so damit man auch schön was eingießen kann. Beide Zahlen kann man auch mit Effekte und so arbeiten. Ich glaube, die hatte ich 8 mm hoch gemacht, die Zahlen. Also insgesamt ist es ungefähr knappe 2 cm von der Tiefe her und 38 cm vom Durchmesser. Ich werde da mal noch gucken, ob ich noch schickere Uhrwerke finde, die da passend sind. Auf jeden Fall muss man von der Schaftlänge aufpassen, denn ich glaube, 20 mm Schaftlänge reicht hier nicht mehr aus. Denn die Schaftlänge besagt ja nur die Gewindelänge. Ist was der ganze Schaft hat und da ist die Gewinde ungefähr die Hälfte von. Also 1 cm von der Gewindelänge reicht hier, glaube ich, nicht aus, damit man die Mutter hinterher noch vernünftig ansetzen kann, um das Uhrwerk zu befestigen. So, das ist jetzt hier wann der letzte Durchgang. Ich habe jetzt überall noch mal ein bisschen lang gemacht, gerade auch am Rand, damit überall vernünftig noch mal was runterläuft und sich eine schöne Schicht bildet. Dann mache ich natürlich meine Materialien wie den Löffel und die Pipette noch ein bisschen sauber. Ach, da ist es schon, da wische ich den Löffel auch mit Küchenpapier ab, dann packe ich es mir beiseite. So mache ich das jedes Mal auch mit meiner Rührstäbe. Und alles, also das macht sich wunderbar und man kann es wirklich ganz, ganz oft wiederverwenden. Bei der Pipette drücke ich es dann auch gleich aus und lege die dann mit der Spitze höher. Da sieht man das. Und dann kann ich auch die noch 2, 3 Mal verwenden. So, hier sind wir jetzt durch. Ich schwenke jetzt mal wieder zum Haupttisch. Werde euch zum Schluss noch ein bisschen was erzählen und dann kommt ja auch recht bald der nächste Teil. Also bleibt dran. Ja, jetzt konnte das alles so im Schnelldurchlauf gut sehen. Und wie gesagt, was ich verwendet habe, verrate ich euch im nächsten Teil. Und ich erzähle euch auch, was man noch so machen kann, was funktioniert. Und dann seht ihr natürlich, wie das Ganze in eine Form kommt. Auch noch. Und wieder draus die Silikonform.
entsteht und hinterher ein wunderschöner Riesling daraus werden kann. Ob euch meins gefällt, weiß ich nicht. Ihr kriegt bessere Rieslinge hin, das sehe ich oft genug. Aber ist vielleicht eine Anregung für euch. Also denke ich mal, sollte es bis zum Schluss für euch interessant bleiben. Ihr wisst ja, hier oben findet ihr Playlist von allen Folgen und natürlich auch den Abonnieren-Button. Kanal abonnieren, dann auf die Glocke klicken und die Glocke aktivieren, damit auch das Bimmelzeichen da ist. Dann werdet da informiert. Ich weiß, nicht jeder kriegt eine Infowand von YouTube, aber in den meisten Fällen klappt das wunderbar. Also bis zum nächsten Mal. Sag ich ganz lieb. Tschüss.